Ich würde mal starten und wer noch dazu kommt, kommt noch dazu. Also vielen Dank an Maggie und an Frauen verbinden. Sie hatte mich, glaube ich, vor 3 Wochen gefragt und gesagt, was könnte ich beisteuern? Und es gab so 2, 3 Themen in meinem Kopf. Und natürlich ist das Thema Erlebnismomente und Kunden an die Hand zu nehmen in diesen Zeiten entscheidender denn je. Obwohl ich uns vielleicht auch ein kleines bisschen eine Stunde mal eine Auszeit von nur dem Thema Corona gönnen möchte. Denn das Thema ist zwar in diesen Zeiten besonders interessant, neu zu beleuchten und erfordert auch ein ganz anderes, agiles Arbeiten. Dennoch, glaube ich, ist das ein allumfassender Prozess, der unabhängig von der aktuellen Marktsituation oder gesellschaftlichen Situation ein guter Ausgangspunkt ist, um sein Geschäft und den Gang, den man gemeinsam mit dem Kunden beschreiten möchte, zu optimieren. Die Maggie hat schon gesagt, die Journey in diesen Zeiten ist besonders und so ist auch die Journey heute. Für mich die erste Journey, also das heißt, ich gebe heute das erste Webinar. Normalerweise ist das, was ich heute mit euch teile, ein sehr aktives und interaktives Live-Workshop-Format in der Regel. Das passt zu mir als Typ, weil ich sehr gerne mit Menschen agiere und eben das Thema Emotionen natürlich auch in der Journey eine wichtige Rolle spielt. Insofern in der Vorbereitung auf dieses Webinar habe ich mir gedacht, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wer auf der anderen Seite sitzen könnte, aber auch diese Journey ist für mich neu. Und würde ich Online-Webinare als neues Geschäftsmodell aufsetzen, würde ich diesen Prozess, was heute passiert, wie die Interaktion ist, was ich glaube, was ihr mitgenommen habt und was man verbessern könnte, natürlich auch beleuchten. Insofern auch ein entspannender neuer Schritt für mich heute. Bevor ich kurz darauf eingehe, was euch heute erwartet, würde ich euch gerne bitten, einen Stift und einen Block oder einen Zettel neben euch zu legen, wenn ihr das nicht ohnehin schon in der Hand habt. Ja, ich möchte euch nämlich gerne einladen, nicht zu einem eine Stunde Monolog, sondern sehr gerne auch schon mal die Chance zu nutzen, die ein oder andere kleine Übung mit mir mitzumachen. Als Ausgangspunkt für ein vielleicht tieferes Eintauchen in eure eigene Journey, in die Journey eures Unternehmens oder eurer Marke. Aufgrund der begrenzten Zeit von einer Stunde wird es nicht möglich sein, alle einzelnen Schritte dieser Journey mit euch für euer Unternehmen jetzt durchzugehen. Und deswegen werde ich 1 oder 2 Übungen mit euch machen, je nachdem, wie viele Fragen auch kommen, als Gedankenanregung und sozusagen als erster Schritt, um die erste Hürde bei euch schon mal zu nehmen. Ganz kurz zu mir, wer bin ich? Also ich bin dankbarerweise, glaube ich, seit 1,5 Jahren bei Frauen verbinden. Ich bin nicht in sehr vielen Netzwerken. Ich bin noch bei einem Netzwerk von McKinsey, Thema Frauen im Fashion und im Lifestyle. Ansonsten bin ich jetzt seit 6 Jahren wieder in München. Ich bin Bayerin, habe klassisch BWL studiert und das Thema Customer Journey und der emotionale Weg des Kunden begleitet eigentlich mich schon mein ganzes Arbeitsleben lang, weil ich zum einen sehr viel im Bereich Produkt und Sortimente gearbeitet habe, im Category Management Bereich und lange Jahre für verschiedene Modefirmen Marketingleitung war oder die gesamte Produktkollektion entwickelt habe. Aber mich berührt das Thema auch oder mich interessiert das Thema auch extrem privat. Ihr seht auf der rechten Seite ein Bild von mir, das ist in dem Haus meiner Eltern, das wir vor 2 Jahren gebaut haben. Mein Vater hat Parkinson und wir hatten uns überlegt, wie können wir es schaffen, dass die ganze Family oder vielmehr meine Eltern zu Hause wohnen bleiben. Und in dem Fall war ich also nicht Unternehmer, sondern der Konsument, der erlebt hat, wie es ist, innerhalb dieser Journey eines Hausbaus mit Architekten, mit Handwerkern zu arbeiten. Ich war auf der Baumesse in München und habe da eben ganz viel mitgenommen, wie es aus der anderen Sicht ist, auch in diesen, sozusagen, wenn man ein Projekt plant, wie man abgeholt wird von den Partnern. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, typisch für mich, dass ich, egal
was ich erlebe, ob ich selbst einkaufen gehe, ob ich bestimmte Dinge buche oder wohin ich gehe. Ich habe eine Freundin, Lian, die arbeitet seit 25 Jahren bei H&M in Visual Merchandising und jedes Mal, wenn wir irgendwo hinkommen, in ein Restaurant oder ein Lokal oder in einen Laden, sagen wir, was kann man hier optimieren, was stört uns, was ist harmonisch, was ist toll, was muss man sich merken. Und ich glaube, das macht mich eben aus, dass ich auf der einen Seite versuche, Dinge immer sehr gut zu analysieren und auf der anderen Seite auch emotional nachspüre. Ist das stimmig und macht das Sinn? Und daraus ist eigentlich auch meine Geschäftsidee entstanden. Nach den Jahren des Angestelltenverhältnisses habe ich mich selbstständig gemacht vor 4 Jahren mit dem Thema Customer Experience, weil meine Erfahrung ist, dass Menschen an Menschen interessiert sind. Und am Ende, egal welches Geschäftsmodell ich aufsetze und wie optimal ich versuche, die Produkte auszusteuern und den Mehrwert der Produkte auch zu kommunizieren. Ich habe unter anderem mal bei Triumph gearbeitet, die, glaube ich, bekannt sind für Wäsche mit sehr hohem Qualitätsanspruch, die aber immer über diesen, über den Mehrwert des Produktes gesprochen haben und nie darüber, was löst das in mir als Frau aus? Wie ist dieser Kaufprozess im Wäschebereich? Ja? Wir kennen das alle, wir gehen auf die Fläche, wir fühlen uns heute vielleicht nicht besonders gut. Es ist nach der Arbeit, wir sind nicht geschminkt, wir sind in der Umkleide. Wir ziehen uns aus, haben vielleicht noch dicke Winterschuhe an und am Ende sind wir sozusagen mit unseren eigenen Fehlern in so einer nüchternen Umkleide konfrontiert, gucken in den Spiegel und überlegen uns, steht mir das jetzt und wie ist dieses Erlebnis? Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass es viel mehr darum geht, emotional nachzuspüren und zu versuchen, viele Dinge im Operativen richtig zu machen. Aber das Entscheidende am Ende ist wirklich, wie kommt es bei der anderen Seite an, wie kommt es beim Kunden an und trifft das auf das Bedürfnis und auf ja, das, was er erwartet oder was sie erwartet. Und das ist eben in einem Wettbewerbsmarkt, wie wir ihn gerade haben, in vielen Bereichen einfach umso entscheidender. Insgesamt ist in diesem Bereich Customer Journey sind eigentlich 4 Themen, oder habe ich gemerkt, dass viele Firmen in den meisten Bereichen, in den ähnlichen Bereichen Bedarf haben. Das ist einmal beim Thema Customer Journey tatsächlich. In den digitalen Zeiten heutzutage ist das ja moderner Begriff User Experience. Da geht es darum, wie ist denn digital das Erlebnis? Wie kann ich denn navigieren oder in dem Webshop Produkte finden? Wie ist der Kaufabschluss? Ja, und das andere große Thema mit Sicherheit, worüber wir heute auch nochmal sprechen werden, ist das Thema Community. Also wie schaffe ich es tatsächlich durch eine Kombination aus operativer Exzellenz, nenne ich es mal, aber vor allem Begeisterung für euer Produkt und Begeisterung für eure Marke. Wie schaffe ich das aus Interessenten, sage ich immer, tatsächlich Liebhaber zu machen? Ja? Liebhaber, die euch in eurem Produkt die Stange halten wollen, die aber das vor allem tun, weil sie eben spüren, dass die Werte, die ihr vermittelt und die Werte, die sie prägen, auf Augenhöhe sind, ja, weil sie sich verstanden fühlen und weil sie sagen, da teilt jemand mit mir ein ähnliches Grundverständnis, ob das jetzt Themen sind wie Nachhaltigkeit und andere, da ist sozusagen eine emotionale Verbindung. Natürlich fängt es bei der Strategie an, ja, bei vielen Unternehmen ist nicht klar, was ist ihr Mehrwert und was gibt es auch vielleicht für neue Geschäftsfelder, die sie nutzen können. Das andere Thema, wofür mein Herz schlägt, ist das Thema Handel, weil der Handel immer komplexer geworden ist und weil gerade der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel oftmals nicht genug Wert legt auf Beratung und auf diese Erlebnis eben am Point of Sale zu verbessern oder zu schaffen überhaupt, um Erlebnismomente zu schaffen, die eben gegen das Überangebot im Netz auch arbeiten. Da gehört auch das Thema Smart Retail dazu, ja, was gibt es an neuen Technologien und vor allem Omnichannel, wie kann ich die Produkte verknüpfen? Und ein anderes Thema ist das Thema Produktentwicklung. Wie gesagt, da passiert ganz, ganz viel und das ist eben natürlich auch Teil der Journey, durch die wir heute gehen werden, ist, der Konsument kann überall und immer einen Einblick in den kompletten Markt und in das komplette Angebot bekommen. Und das Entscheidende ist eben sozusagen, was macht ihr als Unternehmen auch draus?
Rechts ist ein Beispiel von einem Kunden, ein Einzelhändler, der in der Zeit auch jetzt ganz schön gebeutelt war, wie viele, die auch geschlossen hatten, C.J. Schmidt aus Husum, mit dem ich eben diesen Customer Journey Workshop, den wir heute so ein bisschen anteasen, auch gemacht habe. Da geht es ganz oft darum, um die Frage, was macht ihr gut in der Beratung, im Verkaufsgespräch und wie könnt ihr diese Beratung in eine Tonalität übertragen, ja, in die gesamte Kommunikation mit dem Kunden und wie könnt ihr es schaffen, zu verstehen, was der Kunde von euch erwartet und wie könnt ihr die neuen Kanäle auch nutzen, um eben eine loyale Kundenschaft aufzubauen oder ein Beispiel im Business-to-Business-Bereich auf der linken Seite bei Esprit, da geht es zum Beispiel darum, wie kann ich digitale Prozesse auch optimieren. Es geht also nicht immer nur um den Endkunden, sondern es geht auch, es könnte euer Kunde, könnte ja auch ein Businesspartner sein. Also wenn ihr die IHK seid und ihr habt Handwerker und ihr wollt, dass mehr Handwerker mit euch zusammenarbeiten und auf eure Seite gehen, ist eben dann euer Konsument oder euer Kunde tatsächlich auch der Businesspartner. Experiences und Community, wie schon angedeutet, ist eben ein großes Thema, weil genau hier der Funke einfach viel leichter überspringen kann. Produktentwicklung gehört auch dazu. Ich habe eine Kollektion mit einer Designerin für die Vogue entwickelt oder Sport-BHs, also das rundet sozusagen das Portfolio ab. Jetzt würde ich gerne mit euch in die Journey einschreiten und ihr seht das Bild auf der rechten Seite und es wäre schön, wenn dieser Weg so gerade wäre. Das ist es ja im Leben, wie wir wissen und insbesondere in diesen Tagen leider nie. Der Weg ist nicht gerade, sondern der Weg ist viel verzweigter und umso entscheidender ist es, glaube ich, zu wissen, wo soll der Weg enden und wie könnt ihr innerhalb dieser Journey, auf den ihr den Kunden mitnehmt, wie könnt ihr jeden Abschnitt dieser Reise emotional wertvoll machen, dass es eben auch die Bedürfnisse eures Kunden trifft und die Bedürfnisse auch erfüllt und natürlich euch letzten Endes betriebswirtschaftlich erfolgreich macht. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Am Ende geht es um eine Verbindung und um das Gefühl einer Zugehörigkeit. Und der Rest ist tatsächlich Details, die gut sein müssen und die stimmen müssen in eurer Journey. Ja, das sind sogenannte Pain Points, ja, Dinge, die einfach nicht flüssig sind, in dem, wie der Kunde beispielsweise bei euch Produkte recherchieren kann oder Produkte kaufen kann oder ein Ticket für die Messe kaufen kann. Die können stören und die können dazu führen, dass die Journey abbricht und er eben nicht bei euch einen Messeplatz vielleicht bucht, einen Standplatz oder die Flugreise bucht. Aber die zwei starken Hebel sind einfach Connection und Community. Customer, wie schon angedeutet, kann sowohl ein Businesspartner sein als auch ein Konsument. Und bei der Journey guckt man sich wirklich jeden Berührungspunkt an. Nicht nur jeden Kanal, über den ihr kommuniziert, was man ja oft in der Mediaplanung macht, sondern tatsächlich jeden einzelnen Berührungspunkt, den der Kunde vielleicht heranzieht, um Informationen zu sammeln und zu wissen, an wen muss ich mich wenden. Jeden Moment, egal ob es das Einpacken des Produktes an der Kasse ist oder eine Bestätigungs-E-Mail nach der Online-Buchung. All das sind sozusagen diese Berührungspunkte und die einen ganz entscheidenden Beitrag leisten können zu eben einem extrem positiven Erlebnis oder nicht. Die Customer Journey an sich ist eigentlich ein theoretisches Konstrukt, weil wie gesagt, diese Reise ist eben nicht geradlinig, wie sie hier dargestellt ist. Es hilft aber, wenn man sich diese Reise in verschiedenen Abschnitten vorstellt, und zwar Abschnitte, die in denen der Kunde ganz unterschiedliche Informationen braucht. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich will, weiß ich nicht, einen Laufschuh kaufen. Und wenn ich diesen Laufschuh kaufen will am Anfang, oder nehmen wir mal einen Skischuh, weil ich gerade auf die Bayerischen Alpen hier gucke. Ich habe mir 15 Jahre lang keinen Skischuh gekauft. So. Also weiß ich überhaupt nicht, was die neuesten Technologien sind, die für die Herstellung von Skischuhen angewendet werden, die neuen Möglichkeiten, in den Skischuh einzusteigen. Ich erinnere mich aber auch gar nicht mehr vielleicht, welche Skischuhmarken besonders erfolgreich sind. Dann würde ich bei der ersten Grobvorstellung, ich will einen Skischuh, überfordert sein, wenn ich bereits beim allerersten Schritt meiner Recherche unglaublich viel Detailwissen vermittelt bekomme,
was zum Beispiel die Belastbarkeit von Schuhen angeht oder wie der Schuh aufgeschäumt ist. Also je nachdem, in welcher Phase meiner Überlegungen innerhalb dieses Kaufprozesses des Skischuhs ich stecke, benötige ich eigentlich unterschiedliche Informationen. Denn zu manchem Zeitpunkt überfordern sie mich einfach und zum anderen Zeitpunkt sind sie eben sehr hilfreich, um tatsächlich dann auch die Entscheidung zu treffen. Also der Prozess ist eigentlich nicht linear, aber für unsere Übung heute stellen wir den uns als sehr einfachen linearen Prozess vor. Ein anderes Beispiel kennt ihr vielleicht auch, ist der Purchase Funnel. Es gibt auch Marketing Funnel. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der mit Alice im Wunderland, die ja durch ein Loch in den Boden fällt. Das heißt, am Anfang habe ich eine unglaublich breite Auswahl und je näher ich meiner Entscheidung komme, desto schmaler wird dieser Trichter, durch den ich muss. Das heißt, am Anfang hat der Kunde Auswahl zwischen unglaublich vielen verschiedenen Skischuhmarken, zwischen unglaublich vielen Formen und innerhalb dieses Prozesses versucht ihr ihn durch Informationen und insbesondere durch Erlebnisse dazu zu führen, ein bestimmtes Produkt oder Dienstleistung bei euch zu kaufen. Wir wissen, dass die Welt sich verändert hat. Am Anfang waren ganz klassische Fakten für die Kaufentscheidung wichtig. Also erstmal, was kann das Produkt, was kostet es? Es gab vielleicht bestimmte Sale-Aktionen, zum Beispiel zweimal im Jahr mit dem Schlussverkauf. Und inzwischen hat sich die Welt aber geändert und ist natürlich viel komplexer geworden. Das heißt, der Kunde hat oftmals ja durch Internetforen und durch Recommendations auf Amazon und anderen Informationen, die ihm zugänglich sind, ein viel breiteres Wissen über diese Produkte oder eine viel bessere Vergleichsmöglichkeit zwischen Anbietern. Er bekommt Informationen, wie wir wissen, durch Machine Learning und andere Technologien, ja, durch Big Data, personalisierte Informationen zugesteuert. Und er ist in manchen Entscheidungen auch tatsächlich eigentlich selbst selbstständig und unabhängiger von einem aktiven Anbieten von Dienstleistungen und Informationen. Und natürlich die Schnelligkeit, ja, innerhalb von 24 Stunden von Amazon Prime Produkte geliefert zu bekommen, fördern natürlich auch andere Prozesse, als wir das früher kannten. Und die Einflussfaktoren sind natürlich auch andere. Das heißt, in dieser Komplexität ist es noch wichtiger eigentlich, sich bewusst zu machen, was die einzelnen Schritte sind. Und die Kaufentscheidung könnte so aussehen, dass ich jetzt zu meinem Sportschuh oder meinem Skischuh werde ich getargetet bekommen, also Informationen beispielsweise in Social Media, in Instagram bekomme ich Instagram-Ad ausgespielt. Ich recherchiere am Rechner nach den verschiedenen Skischuhen. Ich gehe in den Laden, ich probiere vielleicht was an. Ich bin nicht ganz sicher, ob das, was mir im Laden angeboten wird, wirklich der beste Preis ist. Ob es das nicht noch wo günstiger gibt oder beispielsweise im Laden finde ich nicht die komplette Auswahl oder bei mir gerne mit Größe 41 ist der Schuh ganz oft ausverkauft. Das heißt, ich suche mobile oder im Desktop zu Hause nach einer Option und egal, wie ich mich dann entscheide, kann die Kaufoption natürlich auch über verschiedene Kanäle getätigt werden. Das heißt, in Wirklichkeit ist diese Journey eigentlich nicht geradlinig, sondern ich gehe immer mal wieder zurück und es gibt immer wieder kleine Informationen. Mich spricht jemand an oder mir schlägt jemand was vor. Und ich gehe wieder zurück in meiner Kaufüberlegung oder ich recherchiere doch nochmal was oder ich bekomme nochmal weitere Informationen zugespielt. Also in Wirklichkeit ist das, wie gesagt, nicht linear, sondern sehr vielschichtig. So, wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ihr mein Kunde wärt? Und was sind die Schritte, die wir heute einmal ein bisschen anskizzieren, damit ihr sie vielleicht im Unternehmen auch selbstständig dann durchführen könnt? In der Regel geht es ganz, ganz banal am Anfang erstmal darum zu verstehen, was ist das für ein Unternehmen, ja? Was ist eure oder eure Dienstleistung, was ist das, was ihr anbietet, in welchem Umfeld bewegt ihr euch und was gibt es für welche Vertriebskanäle nutzt ihr? Seid ihr im Business-to-Business-Bereich oder richtet ihr euch an Endkonsumenten? Und das ist erstmal das ganz wichtig zu verstehen zu Beginn natürlich, weil die Art der Journey, die der Kunde bei euch durchläuft, ist natürlich ein komplett anderer. Ob ich ein Businesspartner bin, der Maschinen für seinen Fuhrpark bestellt oder ob ich ein Endkonsument bin, der eine private Kaufentscheidung trifft.
Der erste Schritt, und das machen wir auch gleich, ist die Definition von sogenannten Personas. Ich erkläre auch gleich nochmal, was der Unterschied zu Kunde und Zielgruppe ist. Dann das Abbilden dieser Journey, die eine oder mehrere dieser Personen erleben. Die Identifikation, was gibt es eben für Berührungspunkte mit der Marke oder mit dem Unternehmen? Wie wird die wahrgenommen? Also wie ist sozusagen die emotionale Journey? Und gibt es auch Hürden oder Chancen, die ihr noch nicht nutzt, die ihr dann für neue Lösungsansätze nutzen könnt und die ihr dann innerhalb der Organisation auch umsetzt, wo ihr Verantwortlichkeiten festlegt, wer ist derjenige, der wirklich dafür verantwortlich ist, diesen Prozess zu optimieren? Werden neue Tools benötigt, neue Software und andere Dinge, um diesen Prozess zu optimieren? Und diesen Schritt werden wir jetzt sozusagen nacheinander zerlegen und anhand von kleinen Übungen einmal durchführen. Gibt es bis dahin Fragen? Vielleicht habe ich euch irgendwo auf dem Weg schon liegen gelassen. Gibt es was, was ihr schon wissen wollt? Okay. Das ist tatsächlich eine Journey, die ich vor nicht allzu langer Zeit bei Esprit erstellt habe. Also das ist, wie schon angedeutet, eigentlich meistens ein Workshop-Format. Warum ist das ein Workshop-Format? Weil es sehr gut ist, wenn ihr in eurer Organisation unterschiedliche Abteilungen und unterschiedliche Parteien, die innerhalb dieses Prozesses etwas beisteuern, auch einlade. Zum einen, weil natürlich aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten Dinge unterschiedlich bewertet werden, weil viele, also der Kundenservice, der als Callcenter Anrufe von zufriedenen oder unglücklichen Kunden bekommt, die Logistik oder der Marketing-Manager, der Kampagnen plant, hat eine ganz andere Wahrnehmung innerhalb dieser Journey. Und all diese Personen tragen eigentlich sehr wertvolle Informationen zu dem Prozess bei. Hier ging es darum, eine Business-Plattform zu entwickeln, wie Einzelhändler, Mode-Einzelhändler bei Esprit zukünftig Ware kaufen können, ohne in den Showroom kommen zu müssen, also ein digitaler Showroom. Und da haben wir wirklich versucht, die Journey innerhalb dieser Phase, also wie findet er Produkte, wie wählt er Produkte aus, wie kann er die ordern, welche Daten kann er nutzen für die Analyse, haben wir einmal aufgezeichnet und sind dann durch den Prozess gegangen, zu überlegen, was ist innerhalb des aktuellen technischen Plattform, die es schon gibt, was muss man nehmen, was kann man mitnehmen, aber vor allem, welche neuen Chancen bietet uns das neue Tool. Also da ging es wirklich darum, eine komplett neue Software und neue Plattform zu programmieren. Das ist natürlich manchmal einfacher, als bestehende Prozesse zu optimieren, weil hier ist eher wünscht dir was und danach kommt dann, kann die Technik das innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens und auch des Kostenrahmens umsetzen. Das ist ein kleinerer und wie man sieht, deutlich strukturierter Workshop gewesen mit einem Einzelhändler, wo es darum geht, wie kann der Modefachhandel seinen Kunden besser bedienen. Die erste Frage, die ihr euch also stellt, ist, was ist euer Unternehmenszweck? Das wisst ihr natürlich auch. Und welches Geschäftsmodell verfolgt ihr? Und in welchem Marktumfeld seid ihr aktiv? Wie gesagt, das ist ganz entscheidend, weil natürlich die Erwartungshaltung des Konsumenten an euch in diesem Prozess ein anderer ist. Wenn ich jetzt Einkäufer bin bei der Firma Diehl in Nürnberg, die beispielsweise Flugzeugkomponenten produziert, die ganzen Lichtleisten in den Boeings und so weiter, wenn ihr der Kunde seid, also wenn ihr Lieferant seid für die Firma Diehl, ist natürlich der Kundenprozess ein anderer, als wenn ihr Wellness-Boutique habt und dort Kunden massiert. Also die Erwartungshaltung ist natürlich geprägt von Erfahrungen, die der Konsument schon hatte und eben auch sein Bedürfnis, beispielsweise im Wellnessbereich nach Erholung und Entspannung. Und diese Faktoren muss man im Kopf haben, wenn man sich in den Hut des Konsumenten aufsetzen möchte. Ich komme tatsächlich manchmal in Unternehmen und stelle fest, dass sie sich nicht so viel Gedanken darüber machen, tatsächlich, wer ist ihr Kunde. Das in Zeiten von Datentransparenz und vielen Analytic-Tools ist schwierig nachzuvollziehen. Ich arbeite aber mehrheitlich in der Modebranche und tatsächlich sind die oftmals gerade Einzelhändler nicht so besonders weit.
ihre bestehenden Daten auszuwählen. Und obwohl sie manchmal CRM-Programme haben, ist das ganz oft, arbeiten sie nicht mit so Zielgruppen-Typologien oder Personen. Ich halte es aber für sehr wichtig, dass man einmal sich Gedanken macht, wer sind diese Personen? Und da muss man ganz klar sagen, in diesem Modell ist es was anderes als der Kunde. Der Kunde ist ja tatsächlich jemand, der bei mir schon kauft. Den kann ich je nach Datentracking zum Teil schon auswerten. Kaufverhalten anonymisiert oder standardisiert, aber ich kann ihn digital mit vielen verschiedenen Informationen auswerten, sondern hier geht es wirklich darum, ich empfehle immer zwischen 2 und 3 Personas als Team zu erarbeiten, die wirklich fiktiv sind. Das sind Personen, die so stereotyp, könnte man sagen, für euch als gedankliches Gerüst dienen, wenn ihr die Journey durchlauft. Und die sind ähnlich wie normale Personen, wie reale Nutzer, haben eben bestimmte demografische Daten, Hobbys, Interessen, die gehen auf eine bestimmte Art und Weise vor, wenn sie Dinge kaufen wollen. Und sie haben eben auch eine gewisse Erwartungshaltung und Bedürfnisse beim Kauf und auch eine gewisse Motivation, die sie mitbringen. Und eben auch Herausforderungen, die Sie vielleicht mit eurem Produkt oder eurer Dienstleistung überwinden wollen. Ich habe euch mal 3 mitgebracht, 3 Reale, die wir bei einem Workshop erarbeitet haben. Also hier geht es oftmals um ein kurzes Statement, so wer ist denn diese Person, was zeichnet sie aus? In dem Fall Birgit und Büroangestellte, Mutter von 2 Kindern, die sie nicht mehr so oft brauchen. Und sie arbeitet Teilzeit. Und fährt mit ihrem Mann gerne nach Teneriffa und ist, wenn sie kann, aktiv mit ihren Freundinnen, geht Nordic Walking. Sie nutzt Einkaufen manchmal einfach auch, um aus dem Haus zu kommen, sich mit ihrer Freundin in der Stadt zu treffen. Und sie nutzt eben bestimmte Kanäle und hat bestimmte Bedürfnisse, beispielsweise, weil sie einfach mit 51 nicht mehr so ganz happy ist mit ihrem Körper. Sie möchte also ihre Vorteile betonen und sie möchte vor allem auch in der Beratung jemanden, der ihr authentisch und echt Feedback gibt, aber der eben auch hilft sozusagen, so ihre eigene Unsicherheit bei ihrem veränderten Körperbewusstsein in dem Alter auch bestmöglichst hervorzuholen. Und sie hat ein bestimmtes Ausgabeverhalten und kann sich bestimmte Dinge leisten und anderes eben auch nicht und möchte, da ist eben auch zum Beispiel Passform extrem wichtig und dass die Produkte qualitativ ansprechend sind. Und auch eine gewisse Zeit lang halten. Und wir haben mal hier ihre Lieblingsmarken definiert. Und eben das kann man jetzt für die verschiedenen Zielgruppen, die man im Kopf hat, da kann man verschiedene Personas definieren. Ich habe heute, weil wir nur Frauen sind, mal einen Mann genommen, an dem ich das gleich mit euch durchspielen will, weil die Männer, also ich glaube, wir können uns ganz gut in Frauen reinversetzen, manchmal einfach natürlich viel rationaler denken, aber auch hier gewisse Triggerpunkte einfach wichtig sind. Max ist jemand, der arbeitet jetzt als Meeresbiologe im Wattenmeer, ist 28, ist sehr naturverbunden und arbeitet im Wattenmeer den ganzen Tag draußen, ist also Wind und Wetter gegerbt und macht auch gerne Sport im Freien, wohnt mit seiner Freundin zusammen, möchte sich vielleicht mal eine Wohnung kaufen, ist aber weil ihm Nachhaltigkeit eben wichtig ist beim Kauf, legt er ganz besonders Wert darauf, dass er Produkte vorher gut recherchiert und weiß, wie die Herstellungsbedingungen sind und welche Farben verwendet werden, welche Materialien, ob das den verschiedenen Ökotech-Standards entsprechend verarbeitet wurde. Und so skizziert man eben dieses Profil, bevor man sich jetzt überlegt, wie würde Max, das machen wir gleich einmal, eine neue Regenjacke kaufen. Hier kann man auch nochmal bestimmte Faktoren, ist es ein Stammkunde oder nicht, mit heranziehen, weil man ja weiß, welche Art von Kunden beispielsweise in der eigenen Kundendatei sind, die das CRM-Programm nutzen. Ihr fragt euch vielleicht, wo kommen diese Kundeninformationen her? Also das, in der Regel ist es gut, erstmal seinen Kunden tatsächlich auf der Fläche und im Gespräch zu beobachten. Ihr habt alle extrem viel Erfahrung mit euren Konsumenten. Und das ist durch die Art, wie sie mit euch kommunizieren, die Art, wie sie sich beraten lassen, welches Feedback sie geben innerhalb des Austausches mit euch bei
Reklamationen, beim Kauf, bei anderen Dingen. Aber man kann natürlich auch alle Fähigkeiten, die so die Web Analytics heutzutage bieten, über Social Media oder E-Mail-Statistiken, kann man nutzen. Manchmal helfen auch Branchenreports, die in weitere Informationen liefern, die man dazu nutzen kann. Hier mal ein Beispiel von jemandem, der einen Rechner gekauft hat, Lenovo-Rechner. Also die Datenexperten, ich bin definitiv kein Analytics-Experte, können hier sehr, sehr viel vom Online-Verhalten auch ausnutzen, auswerten und euch zur Verfügung stellen, je nachdem, welchen Zugriff ihr da habt und welche Technologien ihr nutzen könnt. Die erste Aufgabe, die ich mit euch gerne mal machen würde, ist, ich möchte euch bitten, an eure Kunden zu denken, ob das jetzt der Businesskunde ist oder der Privatkunde. Und ich möchte euch bitten, jetzt mal in 5, 6 Minuten eure eine Persona für euch zu skizzieren, welche Herausforderungen die Person hat, eben auch ein bisschen die demografischen Eckdaten, welche Lebenssituation und welche Motivation er tatsächlich hat, bei euch eine Dienstleistung oder einen Kauf einzukaufen. Dann legt mal los. Also denk wirklich an die Motivation beim Kauf, die Art, wie die Personen einkaufen geht, wie sie vielleicht, in welcher Lebenssituation sie ist und wie das Produkt oder die Dienstleistung ihr auch helfen kann, sich besser zu fühlen oder ja, was sich vielleicht in ihrem Leben verändert hat, wie oder welche Erleichterung auch euer Produkt oder die Dienstleistung auch bieten kann. Okay, ich höre nichts mehr schreiben. Wer hätte denn von euch Lust, kurz einen Satz zu seinem Unternehmen zu sagen und dann die Person kurz vorzustellen?
Jenny ist schon fertig. Jenny, hättest du Lust, deine Person mal vorzustellen? Ja, gerne. Mein Name ist Jennifer Roscher. Ich bin 28 Jahre alt, habe vor 3 Jahren das Kinderbetreuungsportal MyMary gegründet. Mhm. Genau. Soll ich dir einfach gerne. Genau, erklär doch mal kurz, wer ist so deine typische, wen sprichst du an? Mhm. Meine typischen Kunden sind Familien. Natürlich, also für uns Kinderbetreuung bucht man nur, wenn man selber Kinder hat, also von 1 meistens bis 4 Kindern. Sind Familien meistens berufstätig. Entweder wir haben ein paar Alleinerziehende, aber meistens sind es Familien, wo Mama und oder Papa arbeiten. Genau, Familien mit Kindern. Wer ist denn da der Entscheider, kann man das sagen? Also treffen Mann und Frau die Entscheidung gemeinsam oder ist die Frau die Entscheidende, die dann sagt, okay, ich würde gerne den Beratungsservice buchen? Wer ist da so, was würdest du sagen? Entscheider ist eigentlich, also viele entscheiden gemeinsam oder letztendlich entscheidet der Vater meist über die Kosten, also viele Frauen sagen dann, ich muss nochmal kurz mit meinem Mann absprechen bezüglich der Kosten, aber wen sie letztendlich haben wollen, also das Personal, über das Personal, nachdem, sage ich jetzt mal, die Kostenfrage gedeckt ist, entscheidet dann die Mutter. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei Kindern, auch unabhängig von der Corona-Zeit, das ist ein unglaublich sensibles und emotionales Thema, also in wessen Obhut gebe ich mein Kind? Was sind denn da so emotionale Faktoren oder so emotionale Trigger? Also was ist das stärkste Bedürfnis, wenn Sie das Kind oder die Kinder in eure Obhut geben? Ja, das ist eigentlich, dass es sicher ist, also dass es eine Person ist, die qualifiziert ist, die ausgebildet ist, die überprüft ist und dass man sich auf sie wirklich auch verlassen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich rechne heute damit, dass die Anna von 15 bis 18 Uhr kommt, dass sie auch wirklich kommt. Genau, das sind so, dass es wirklich gute Leute sind und nicht irgendwer. Also die typische Frage bei einer Familie kommt dann, wer kommt denn da dann überhaupt? Ja, und da haben wir eben diese Sicherheitsmerkmale oder die sind alle durchgeprüft. Die haben alle eine Babysitter-Schulung, Babysitter-Prüfung, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, das alles abgegeben. Das heißt, also stelle ich mir jetzt so vor, im Prozess ist natürlich ganz entscheidend, einmal zu verstehen, was sind denn da für Ängste und Sorgen? Mhm. Die innerhalb einer Persona-Beschreibung auch zu definieren, weil entscheidend sein wird, innerhalb dieser Journey, auf die du sie mitnimmst, ihnen dieses Gefühl von Sicherheit und von Vertrauen auch zu vermitteln und ihnen auch die Informationen zu dem jeweiligen Phase der Entscheidung, also ich kenne dein Modell jetzt nicht, aber es kann sein, dass ich mich anmelden muss und wenn ich dann sozusagen im Kundenstamm bin, ich auch unterschiedliche vielleicht Betreuung nutzen kann. Das heißt, es könnte ja in deiner Journey sein, dass du verschiedene Betreuerinnen oder Betreuer sozusagen in Familien anbietest. Das heißt, die Journey ist immer wieder neu. Die Entscheidung einmal für dich als Unternehmen mag am Anfang stehen, aber innerhalb dieser Journey, es könnten ja Probleme auftreten und weiter. Also wichtig ist, dass wirklich bei der Persona-Beschreibung am Anfang ihr versucht, wirklich nachzuvollziehen, weiß jetzt nicht, ob du Mama bist, aber sozusagen, ich bin jetzt Mama, ich bin in dieser Situation, in welcher Phase bin ich? Vielleicht arbeiten beide. Das heißt, wir haben einen extrem eingeschränkten Zeitverfügbarkeit. Das heißt, ich brauche eine gewisse, wie kurzfristig plane ich die Termine, wann ich jemanden brauche. Ist das jemand, der einen sehr langen Vorlauf hat oder nicht? Also all diese Faktoren, eben diese Situation, in der die stecken, sind ganz entscheidend innerhalb deiner Journey, weil sie natürlich wissen müssen, zum Beispiel, wie flexibel kann ich umbuchen? Wie sind die Stornierungsbedingungen, wenn ich sage, jemand kommt morgen und meine Termine ändern sich? Erlaubst du innerhalb von 24 Stunden das zu stornieren? So all diese Faktoren sind eben wichtig, erstmal bei diesen Bedürfnissen der Zielgruppe am Anfang bei der Persona für dich runterzuschreiben, weil es dir innerhalb des Prozesses, auf den du sie mitnimmst, vielleicht selber manchmal gar nicht mehr parat ist. Also, oder weil du vielleicht denkst, vielleicht ist der Kostenfaktor, den du jetzt am Anfang genannt hast, ein ganz entscheidender. Vielleicht, aber es könnte natürlich auch sein, dass sozusagen die Preis-Leistung, also die Sicherheit, die ich damit kaufe oder die Verbindlichkeit oder die Happiness tatsächlich auch meines Kindes, dann deutlich mehr wiegt als sozusagen der Preis.
Und deswegen ist es wichtig, wirklich am Anfang nochmal einzutauchen und diese ganzen emotionalen, die emotionalen schwierigen Situationen und Momente da auch zu definieren. Mhm. Weil du dann in diesem Schritt des Ablaufes, wie buche ich und wie bezahle ich und wie wird das abgebucht und so auch hinten dich immer wieder daran erinnern kannst und sagen kannst, was glaubst du, was sind hier die entscheidenden Faktoren. Mhm. Dann würde ich jetzt weitermachen. Würde gerne mal auf den, auf die sozusagen die Journey an sich eingehen. Innerhalb dieses Prozesses bleiben wir mal bei Jenny und ihrem Beispiel. Gibt es natürlich verschiedene Medien und Kanäle, die genutzt werden, die von euch aktiv genutzt werden und aber auch die der Kunde nutzt, ohne dass ihr was dazu getan habt. Also es gibt verschiedene natürlich Online-Foren, in denen vielleicht euer Name erwähnt wird oder Bewertungen auf Google, die jemand hinterlassen hat. Also es gibt eine Mischung an sozusagen Faktoren, an Touchpoints, die aktiv von euch gesteuert werden und andere, die eben nicht von euch gesteuert werden. Und der erste Schritt oder nach der Definition der Personas ist tatsächlich einmal so eine Journey durchzuspielen, wie jetzt von Jenny eben genannt beispielsweise, wie trifft jemand die Entscheidung, welche Kinderbetreuung er wählt, mit allen Berührungspunkten, egal ob ihr sie jetzt selbst steuert oder nicht, ob sie offline oder online sind, ob sie intuitiv sind, ob sie offensichtlich sind oder nicht, weil diese Faktoren, keine Ahnung, die glückliche Mutter erzählt mir nachmittags oder erzählt mir während der Arbeit in der Kaffeepause, erzählt mir von My Mary, dann ist das natürlich ein Punkt, den ihr aktiv nicht steuert, der aber trotzdem natürlich stattfinden kann. Und es gibt eine Vielzahl von Kanälen, wie man hier sieht, Kanäle, die ihr bezahlen könnt, Kanäle wie Social Media natürlich, wo ihr eine eigene Reichweite aufbaut. Aber ohne euch jetzt überfordern zu wollen, dass mir ein Backup, um mal nachzulesen ist, innerhalb dieses Prozesses sind verschiedene Medien zu verschiedenen Zeitpunkten einfach hilfreich, um beispielsweise im Kaufprozess sind einfach andere Kanäle zielführender. Da gibt es auch viele Studien drüber. Also wann funktioniert welche, zum Beispiel welche Mediakampagne. Und eines der größten Aha-Effekte, die ich meistens in Workshops mit Kunden habe, ist, dass viele unglaublich viel Wert legen und Budget und Ressourcen auf die erste Phase, nämlich auf das Bekanntmachen ihrer Marke oder ihres Produktes, und aber im weiteren Verlauf eigentlich vergessen, dass die auch ganz entscheidend sind. Weil wenn ich einen Kauf getätigt habe, einen Kunden, einen Neukunden zu gewinnen, ist unfassbar viel aufwendiger und teurer, als einen bestehenden loyalen Kunden eine Verbindung mit dem Kunden zu halten. Das heißt, der erste Schritt, den ihr machen werdet, ist einmal in eurer Journey euch zu überlegen, wie erfährt der Kunde von eurem Produkt und eurer Dienstleistung? Wie wird er darauf aufmerksam? Welche Kanäle nutzt ihr? Also was steuert ihr aktiv, weil ihr was postet oder weil ihr eine tolle Schaufenstergestaltung habt? Welche Informationen findet ihr eben zusätzlich und die ihr gar nicht aktiv steuert, sondern die einfach vorhanden sind, beispielsweise in Rezensionen oder Beurteilungen oder aufgrund von Empfehlungsmarketing? Und in diesem Schritt, wie gesagt, ist es jetzt bei meinem Skischuhkauf zu bleiben. Ich möchte noch nicht die Information, dass dieser Skischuh für 279 Euro aus ausgeschäumtem PU-Material ist, mit einem Neigungswinkel von 17 Grad, sondern da ist wirklich erstmal entscheidend, den kompletten Marktüberblick zu verstehen und den Kunden einzuladen auf eure Reise und ihn eben mitzunehmen. Ich würde jetzt vor dem Hintergrund der Zeit würde ich nur kurz das Beispiel von Max machen und nicht euch nochmal das durchspielen lassen. Also Max möchte gerne eine Regenjacke kaufen, weil seine Regenjacke kaputt ist. Wie wir wissen und vorhin gehört haben, ist ihm Nachhaltigkeit extrem wichtig. Er kauft nicht oft was, aber wenn er was kauft, dann ist er auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Er begibt sich eben auf die Suche
auf seine Journey. Und der erste Schritt, was er machen würde, er ist digital affin, ist, er recherchiert im Internet auf verschiedenen Seiten, unter anderem beispielsweise auf der Seite von Patagonia, einem Unternehmen, Autounternehmen, das sehr für Nachhaltigkeit steht, auf verschiedenen Online-Blogs, in Foren, er folgt verschiedenen Outdoor-Fotografen auf Instagram und aus diesem Pool an Informationen entwickeln sich einige Marken heraus und auch Produkte heraus, die er in seine engere Wahl eingrenzt. Im nächsten Schritt, um konkret sich zu informieren, was ein Produkt kann, ja, welche Membran und wie die Wassersäule auf der Jacke ist, sucht er Informationen in den verschiedenen Kanälen. Er ist, wie gesagt, sehr digital affin. Das heißt, er versucht Hintergrundinformationen zu sammeln, die ihm eine Kaufentscheidung erleichtern. In dem Fall klingt das sehr rational. Es ist ein Mann. Auf der anderen Seite zählen dann natürlich ganz viele emotionale Faktoren dazu. Es gibt ganz viele psychologische Studien, wie man sucht und oftmals sucht man Dinge, die die eigene Annahmen, die man schon hat, bestätigen, was schwierig ist, von den Händler oder deine Marke zu überwinden, ja, diesen Weg zu schaffen. Und da spielt natürlich insbesondere Kundenservice, das an der Hand nehmen und das emotionale Erlebnis und die Experience, die der Kunde hat in diesem Prozess, eine ganz besondere Rolle. Bei Max wäre es jetzt so, er hat sich überlegt, ich gehe erstmal in den Laden, weil ich würde gerne nochmal ein paar Jacken anprobieren und geht beispielsweise jetzt zu Sportcheck und schaut sich an, welche verschiedenen Jacken es dort gibt, wie die inszeniert sind. Entscheidender Faktor neben dem Thema Kundenberatung ist auch das Thema, welche Informationen kann ich ihm geben, weil ihm beispielsweise die Herkunft der Produkte extrem wichtig ist. Also wie kann ich diese Produkte am Point of Sale inszenieren, um eben auch auf eine emotionale Weise Max Informationen zu liefern, die eben nicht nur harte Facts sind, wie das Herkunftsland der Produktion, sondern beispielsweise über Content auf YouTube oder auf der Unternehmenswebseite, zu den Gesichtern der Produzenten, die dahinter stehen, zu den Produktionsbedingungen oder auf der Fläche. In dem Fall beispielsweise recherchiert er noch, nachdem er im Laden war und 2-3 Marken eingegrenzt hat, musste er leider feststellen, dass seine Größe nicht vorhanden war. Und dann ein bisschen frustriert guckt er dann auf der Webseite und trifft auf beispielsweise EcoAlf, eine nachhaltige Marke, war auf verschiedenen Seiten, Utopia und so, und hat auf jeden Fall innerhalb dieses Prozesses seine Auswahl an Marken eingegrenzt und fühlt sich einfach von, sagen wir mal, 2 Marken emotional angesprochen, einmal EcoAlf und einmal Jack Wolfskin. Bei Sportcheck hat er entdeckt beispielsweise, dass man Produkte auch ausprobieren kann, Produkte mit nach Hause nehmen kann oder Produkte sich ausleihen kann. Er nutzt diesen Service und möchte das Produkt tatsächlich auch einmal ausprobieren. Eigentlich würde ich jetzt mit euch die Übung machen, aber ich sehe schon, wir sind in der Zeit etwas fortgeschritten. Die nächste Frage ist sozusagen, wie könnt ihr den Kunden abholen innerhalb dieser Journey, dass er die Kaufentscheidung bei euch trifft. Hier spielt natürlich je nach Art des Geschäftes, was ihr habt, oder nach Art des Segmentes, in dem ihr euch bewegt, ob dies beispielsweise ein klassischer Verkaufsprozess ist oder ein digitaler, was die Entscheidungskriterien für den Kauf sind. Würdet ihr einmal durchgehen und sagen, was sind so die Berührungspunkte mit eurer Marke oder dem Unternehmen, die ihr in dieser Kaufphase tatsächlich habt? Wie läuft das Verkaufsgespräch ab? Ist das Verkaufsgespräch digital, beispielsweise über ein Callcenter oder über einen Chatbot? Ist es im Laden? Wie ist die Situation der Umkleiden? Kann er Produkte tatsächlich anprobieren, weil genügend Umkleide vorhanden sind? Wie ist bei der Suche im Netz die Navigation? Ist es leicht, einen guten Produktüberblick zu bekommen? Sind die Produkte vorrätig? Ist der Checkout-Prozess einfach online?
sind die Bezahlmöglichkeiten, ein ganz wichtiges Thema heutzutage im Internet. Bieten Sie Kauf auf Rechnung an oder kann ich über Klarna zahlen und Ähnliches? Was passiert an der Kasse? Tatsächlich ein großer Punkt, den man gerne oft mal vergisst. Man denkt, der Kunde ist ja ohnehin schon mit dem Produkt auf dem Weg zur Kasse, ob jetzt online oder im Stationärhandel. Und hier ist ganz entscheidend, da kann extrem viel schieflaufen, insbesondere auch, was das Thema danach angeht, also wenn ich ein Produkt gekauft habe, weil psychologisch ist klar, dass ich sozusagen, wenn ich zu Hause bin, nochmal entweder das positive Erlebnis im Laden oder im Online-Prozess, weil es so einfach war, durchlebe. Oder wie die Psychologen sagen, es gibt so eine Dissonanz, also wo ich mich im Nachhinein ärgere und frage, Mensch, war das richtig? Und habe ich vielleicht das Produkt überhastet gekauft? Und was in dem Prozess eben wichtig ist, ist es zum Beispiel ein Standardprodukt oder kann der Kunde innerhalb dieses Prozesses die Angebote noch personalisieren, wie beispielsweise bei Nike, wo man seine Produkte selbst zusammenstellen kann. Also heißt, die Frage ist, wo findet der Kauf statt? Ja, was sind die Touchpoints? Entscheidet er sich alleine? Gibt es digitale Tools, die ihm bei diesem Kaufabschluss helfen? Gibt es digitale Möglichkeiten, ihm diesen Prozess unterhaltsam zu machen? Das ist beispielsweise eine Seite von Nike. Nike hat als einer der ersten Nike ID ins Leben gerufen vor Jahren, wo es darum ging, dieses Thema Individualität und Personalisierung aufzugreifen. Das heißt, bei Nike geht es darum, dass der Sportler nicht nur sein Ziel erreicht, eher als Individualist, sondern dass er eben auch die Möglichkeit hat, auf seinen Geschmack und seine Performance in Produkte zu customizen. Also ist ein ganz entscheidender Punkt innerhalb dieser Journey bei Nike, das Thema, ich fühle mich als Individuum, ich fühle mich angesprochen, nur ich habe dieses Produkt und in dem Fall den Designer auch in mir sozusagen oder die Designerin auch hervorzukitzeln und auch zu zeigen einfach, Nike bietet dir diese Möglichkeit. Bei Max war es so, die Jacke war im Store nicht verfügbar und in seiner Größe und dann ist er wieder nach Hause gegangen und hat im Internet, er wusste schon, ihn interessieren Eco Alf und Jack Wolfskin und hat einfach dann im Netz gesucht, wo kann er dieses Produkt finden mit den Produktfeatures, die ihm wichtig sind. Und da ist er zufälligerweise auf Otto.de gestoßen und hat, weil Otto.de eine sehr große Auswahl hat, weil er weiß, man kann dort auf Rechnung kaufen und in Raten, wenn man das möchte. Und er zahlt in kürzester Zeit. Er ist bereits bei Otto registriert, sodass er ein 10-Euro Newsletter Gutschein auch noch anwenden kann und für ihn ist der Kaufprozess in diesem Fall relativ einfach und sehr zufriedenstellend abgelaufen. Wie gesagt, beim Kauf endet es eigentlich nicht, sondern es gibt viele Berührungspunkte nach dem Kauf, die ihr nutzen könnt, um den Kunden als loyalen Kunden weiterhin zu halten. Das heißt, wenn ihr durch die Customer Journey geht, ist es eben erstmal wichtig, auch den Prozess zu Ende zu machen und zu überlegen, was passiert bei Reklamationen, was passiert beim Tragen des Produktes. Gibt es Dinge, die ihr in der Journey, die der Kunde erlebt, die ihr positiv unterstützen könnt? Gibt es eben Upselling-Angebote, ergänzende Produkte oder beispielsweise Anwendertipps? Wie wenn jemand einen Laufschuh gekauft hat, eine digitale Map oder einen Plan für eure Stadt mit den schönsten Laufstrecken. Also was könnt ihr tun sozusagen, um in diesem Dialog mit dem Kunden weiterhin diesen Ball in der Luft zu halten? Wie könnt ihr euch in Erinnerung bringen? Gibt es Dinge wie Erinnerungsfunktionen zum Beispiel, weil bestimmte Mindesthaltbarkeiten ablaufen oder weil nach 200 Mal Joggen die Laufsohle keine gute Dämpfung mehr hat. Also was gibt es für Dinge, die ihr tun könnt hinterher nach dem Kauf, um den Kunden weiterhin ein emotional gutes Gefühl zu geben. Dazu könnte zum Beispiel gehören kleine Tipps, wie man die Langlebigkeit des Produktes verlängert oder Ergänzungsprodukte oder Empfehlungen,
Beispielsweise Friend-Aktionen, bei denen beide was davon haben. Du, weil du glücklicher Träger deines Produktes bist und wenn du jemanden empfiehlst, auch noch was bekommst. Und schönes Beispiel von Rose Bike, ein Anbieter, der eigentlich ein Fahrradkonzept, der aber Digital First sehr erfolgreich Individualisierung von Fahrrädern online und auch im Laden, beispielsweise, die sind im Olympia-Einkaufszentrum zulässt und die schicken ihren Kunden dann eben Tutorials für die Pflege des Fahrrades, aber eben auch Tipps, wie man mit den Kindern auf Tour gehen kann und einfach emotional sozusagen dran zu bleiben und zu sagen, was passiert denn nach dem Kauf eigentlich? Also wie erhält der Kunde Anreize, weiterhin mit euch im Dialog zu bleiben und wie wird das Erlebnis eben später auch empfunden? Ein schönes Beispiel ist, finde ich, Nike, wenn wir im Sportbereich bleiben. Die haben ein gesamtes digitales Ökosystem geschaffen. Und dieses digitale Ökosystem bezieht sich eben nicht nur auf den Kauf der Produkte, eigentlich sogar weniger. Die klassische Nike-App, in der kann man natürlich Produkte shoppen. Aber sie haben eben verstanden, dass sie dem Athleten helfen wollen, seine Höchstleistungen zu bringen und eben auch diese Community zu schaffen von like-minded Personen, die mit Leidenschaft brennen für den Sport und die auch glauben, in der Gemeinschaft erfolgreicher zu sein. Es gibt beispielsweise den Nike Runnings Club, den Girls Club gibt es auch, wo sich Mädels treffen in Berlin und sich zum Laufen verabreden. Es gibt verschiedene Trainings-Apps und in Corona-Zeiten beispielsweise haben die jetzt gesagt, okay, wir wollen den Dialog mit unseren Konsumenten eben auch unabhängig vom Kauf weiterhin behalten und haben die Nike Trainings-App beispielsweise kostenlos angeboten. Wenn ihr mit der Journey durch seid und sozusagen alle Berührungspunkte innerhalb der Journey aufgelistet habt, guckt mal, wo ihr eure Ressourcen, sowohl Manpower innerhalb der Teams als auch Budget setzt. Das sieht man hier links unten. Ich habe das mit einem Einzelhändler mal gemacht und ich habe gesagt, wo geben Sie eigentlich Mediageld für aus? In welcher Phase dieser Journey investiert er wo Geld? Und wer in meinem Team kümmert sich eigentlich um welche Phase? Also gerade das Thema Loyalität und After Sales ist wirklich ganz entscheidend. Ja, ihr erinnert euch ja selber, also wenn ich jetzt einmal alle 16 Jahre einen Skischuh kaufe, würde ich ja gedanklich sozusagen die Journey abbrechen, 16 Jahre lang mit Salomon, sagen wir mal, keinen Kontakt haben und nach 16 Jahren müsste ich mich wieder dran erinnern. Aber in Wirklichkeit hat natürlich Salomon auch noch Ski und Rucksäcke und andere Dinge. Also überlegt euch wirklich, an welcher Stelle ihr auch jemanden draufsetzt, der sich um dieses Thema kümmert. Denn ich finde gerade im After-Sales-Bereich, insbesondere durch neue Technologien wie Customized Mailings und Newsletter und anderes kann extrem viel machen. Ein schönes Beispiel ist immer, ich habe bei Kiehl's was gekauft und bekam dann von Kiehl's eine handgeschriebene Postkarte mit dem Namen der Verkäuferin vom Laden, die sagte, liebe Christina, wenn du mit deinem Produkt nicht zufrieden bist oder wenn du, ich glaube es war eine Gesichtscreme, wenn du Fragen hast, wie oft du die aufträgst oder in welcher Reihenfolge oder melde dich bitte bei mir und dann war die Telefonnummer vom Store und ihr Name. Ja. Sowas bleibt im Gedächtnis und das sogar noch nach 5, 6 Jahren. Der nächste Schritt, wenn ihr die Journey einmal durch habt, hier geht es wirklich darum, ihr zieht euch den Hut der Person auf, wie ist die emotionale Journey? Wie geht es denn dem Kunden in dieser Journey? Also was sind wirklich Pain Points? Wo kann man sagen, es frustriert mich? Ich glaube, ihr erinnert euch alle, ihr ruft in der Hotline an. Ja? Also mein Beispiel Vodafone oder Telekom. Ich rufe in der Hotline an und ich warte und warte und warte, bis ich drankomme. Und egal, was ich frage, die Antwort bei Vodafone lautete immer nein. Und selbst bei meiner Kündigung musste ich 10-mal sagen, bei der schriftlichen Kündigung hier, ich möchte nicht mehr. Und bis die Bestätigung kam, hat ewig gedauert. Die andere Journey bei der Telekom, bin umgezogen und musste meinen WLAN-Anschluss umziehen, war, ich habe eine super freundliche Person am Telefon gehabt. Ich habe sofort per WhatsApp eine Bestätigung des Termins des Technikers bekommen. Ich habe
nochmal eine Nachricht bekommen mit der Handynummer, einer Handynummer der Ansprechpartnerin im Customer Service, eine Bestätigung. Das ist also wirklich ein deutlicher Unterschied. Und auch hier gibt es eben deutliches, beispielsweise bei Vodafone deutliches Optimierungspotenzial. Das heißt, wenn ihr einmal diese emotionale Reise durchgeht, wie fühlt sich der Kunde bei der Suche? Wie ist zum Beispiel euer Laden oder ist die Messe, wenn ich jetzt an die Messe denke, sind die Beschilderungen einfach, ist mein Messestand einfach zu finden? Ja, das sind kleine Dinge, die ihr einmal gedanklich durchgeht und sagt, welcher Moment ist angenehm und welcher Moment ist nicht angenehm? Was können dem Verkäufer auf der Fläche dazu tun? Und wie ist der Prozess eben bis zum Ende? Wichtig oder auch eine Seitenübung, die ich mit Kunden mache, ist immer das Thema, welche Rolle wollt ihr eigentlich einnehmen? Also es macht schon einen Unterschied, ob ihr als Unternehmen als distanzierter Beobachter auftretet, eher sachlich, ob ihr eine Art von Freundin und Beraterin sein wollt, die auf Augenhöhe, auf sehr, sehr emotionalem gleichen Niveau agiert. Und auch das ist ganz entscheidend, um nämlich dann die Tonalität festzulegen, mit dem ihr mit dem Kunden sprecht, über alle Kanäle. Ja, also sozusagen, wie könnt ihr den Kunden emotional abholen, was durchläuft er, welche Rolle wollt ihr eigentlich einnehmen und wie könnt ihr die Painpoints, die es gibt, wie könnt ihr die aufheben und eigentlich zum Positiven für ihn drehen. Das heißt, ihr legt sozusagen alle Erfahrungen übereinander und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Darstellungsformen im Netz. Es gibt von super komplexen, wo ihr quasi innerhalb dieser Journey die Aktivitäten, die Touchpoints auflistet, seine emotionale Journey, welche Messgrößen man hier messen kann, um die Journey innerhalb der einzelnen Schritte zu messen. Es gibt aber auch vereinfachte Versionen und da bin ich gerne Freund von, wenn es wichtig ist, dass ihr eigentlich, was wollt ihr mitnehmen? Also sozusagen, in welcher Lage könnt ihr was verbessern und wer macht es am Ende innerhalb des Teams? Ich habe das jetzt mal für den Max gemacht. Also wenn man durch diese Phasen geht, durch die er läuft, ist eigentlich ja das Entscheidende, wie fühlt er sich dabei? Also er hat Lust, was zu kaufen. Manchmal überfordert ihn die Auswahl dann im Netz. Dann ist er im Laden, dann ist die Jacke nicht vorhanden. Dann ist er natürlich nicht so happy. Dann fährt er nach Hause, ist begeistert, weil er eben auf zwei Marken stößt, die ihm gut gefallen, wo er schnell und einfach eben zum Produkt findet. Der Online-Kaufprozess bei Otto ist einfach und die Lieferung erfolgt sehr schnell. Also das einmal aufzuschreiben für sich und wirklich zu sagen, was sind die sehr groben Touchpoints, die ihr im sehr Detail mit dem Team oder ja, mit dem Kollegen erarbeitet habt, was sind eben die emotionalen Trigger in diesem Moment und was gibt es für Hindernisse, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. Wie gesagt, da gibt es eine Vielfalt an Modellen, wie man das aufbaut. Das Wichtigste ist, dass ihr für euch ein Format findet, wo ihr wirklich mitarbeiten könnt und sagen könnt, da zieht ihr jetzt die entsprechenden Konsequenzen raus und könnt eben jede kleine Stellschraube auch optimieren. Da ich weiß, die Zeit läuft ab, noch einen kurzen Ausflug zum Thema Planung. Also gerade die heutige Zeit zeigt uns ja eigentlich, dass das, was ich auch wirklich lange auch sowohl in Führungspositionen als auch jetzt als Berater propagiert habe, immer gute Planung, lange strukturierte Vorgehensweise, wird natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen ad absurdum gefühlt, denn Intelligenz ist wirklich die Fähigkeit, sich auf die Veränderung einzulassen. Das heißt, am Ende ist es wichtig, einmal die gesamte Customer Journey zu mappen, weil an der wird sich in der Gesamtheit nichts ändern, aber es gibt eben natürlich kleine Stellschrauben, die ihr jetzt nutzen könnt, weil die Welt sich eben vom, ich sage mal, analogen sehr stark zum digitalen verändert hat. Und da ist es auch wichtig, sich zu überlegen, was man innerhalb der Journey kurzfristig ändern kann. Ob man das langfristig dann so behalten muss, ist eine ganz andere Frage. Heist Mobility hat mal letzte Woche ein sehr gutes Online-Magazin für Männer, die so aus dem Streetwear kommen, haben sehr viel Konsumenten befragt
Und wenn ihr euch fragt, sozusagen, was euer Konsument in diesem Moment gerade empfindet und welche Herausforderungen er in dieser Phase gerade hat, ja, wie sein Business im Operativen sich ändern muss, weil er mit Teams arbeitet, die im Homeoffice sitzen und. Wie könnt ihr als Unternehmen eure Journey zunächst erstmal kurzfristig optimieren, um das Erlebnis eben doch positiv beizubehalten? Und da gibt es eine riesige Anzahl an Beispielen im Netz, da ich aus dem Fashion-Bereich komme, nur zwei Beispiele. Also Einzelhändler wie Klingenthal, die natürlich wochenlang geschlossen waren, versuchen gerade beim Thema Loyalität und Emotionalität ihre Verkäufer, in dem beispielsweise Sebastian, ja, vorzustellen und zu sagen, am Ende geht es nicht darum, ob ich die bessere Auswahl habe, weil eigentlich haben sie alle die gleichen Produkte und die gleichen Marken, sondern ich fühle mich gut aufgehoben, weil ich weiß, dass das sind Mitarbeiter, da kenne ich das Gesicht und den Namen und die holen mich ab. Oder am Beispiel von G-Styles, die sehr viel immer Wert gelegt haben auf tolle Fashion-Shows, die haben eingeladen zu einer Stay-at-Home-Catwalk, wo sich sowohl Models als auch der Konsument selber filmen konnte, einfach in seinem Flur, und haben das hintereinander geschnitten an Instagram. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Journey und diesen Dialog mit dem Kunden aktuell zu halten, auch wenn man sich physisch nicht sieht. Und da ist sozusagen der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Und da ist eigentlich mein Aufruf an euch: Neben einem strukturierten Vorgehen ist es wichtig, ein agiles Projektmanagement und Arbeiten auch mit der Customer Journey zu ermöglichen. Also nicht starr an seinem Gerüst festzuhalten, sondern natürlich zu überlegen, welche kleinen Stellschrauben kann ich jetzt kurzfristig drehen, die vielleicht auch nicht viel Geld kosten, um meinen Kunden abzuholen. Und der Zeit würde ich gerne zu Fragen kommen. Gibt es Fragen von eurer Seite? Ihr müsst euch nur online schalten, dann könnt ihr Fragen stellen. Also Mikro wieder an und dann könnt ihr Christina Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Genau, ich würde mich auch sehr freuen. Ich weiß, das war jetzt viel Input innerhalb von eineinviertel Stunden und wie gesagt, eigentlich ein längerer Prozess. Aber ist euch was unklar oder was aufgepoppt oder ihr sagt, könnt ihr nicht nachvollziehen oder... Hallo Christine, hier ist Claudine von MSD, von dem Pharmakonzern. Ich hätte eine Schnittstellenfrage. Ja. Und zwar auf der digitalen, also dieses digitale Customer Journey Mapping, ich glaube, dass, also ich bilde mir ein, dass wir da, glaube ich, alle schon recht weit sind. Aber was sind denn deine Erfahrungswerte, wie man zum Beispiel das Erlebnis im Store und das, was ihr quasi dann live erlebt oder das Feedback auch da des Kunden, wie verbindet ihr das denn heute? Denn das ist bei uns immer so ein bisschen der Schnittpunkt unter das Interface, was ein bisschen hakelt. Einmal hat man die ganzen Mediadaten und Online-Daten und dann aber natürlich dann das Live-Feedback und die Live-Daten vom Kunden. Wie macht ihr das denn in eurer Branche heute? Wie verbindet ihr das? Du meinst jetzt technisch oder du meinst Optimierung der Kanäle, wie die ineinander greifen? Ja, also mich würde es auch technisch interessieren, wie ihr diese verschiedenen Feedback-Kanäle oder Datenkanäle auch zusammenbekommt. Also das hängt natürlich an dem technischen Fortschritt des Unternehmens. Es gibt ja CRM und CRM, ja. Es gibt Leute, die nutzen, also nicht Bräuninger vielleicht, die nutzen, die haben eine super gute Kundenkarte. Und diese Kundenkarte kannst du verwenden, da bekommst du Informationen zugesteuert anhand deines Nutzungsverhaltens online, da kriegst du bestimmte Angebote, die wissen, wann du Geburtstag hast und kriegst einen Geburtstagsgutschein und so weiter. Was natürlich bei denen nicht gegeben ist, ist der Schnitt zwischen ich kaufe mit der Kundenkarte ein und ich werde identifiziert, wenn ich ins Store komme, ob ich zum Beispiel einen Bräuninger Kanal auf Facebook oder Instagram Viele im Fashion-Bereich sind, anders gesagt, es wäre gut, wenn die schon alle wirklich gute Kundenbindungsprogramme hätten, haben sie aber leider nicht. Und das ist das Thema, also wir arbeiten mit einem Partner zum Thema Interactive Retail, wir arbeiten mit einem Partner aus Berlin zusammen,
die eine Technologie haben, wo du zum Beispiel, wenn du über Geotargeting, also wenn du in der Münchner Innenstadt bist und du bekommst eine Information ausgespielt, beispielsweise von Sportcheck, auf dein Handy in Facebook und wirst getargetet, wenn du in der Nähe des Stores bist, kannst du, wenn du innerhalb in den Store reinkommst, kannst du also anhand der Geopunkte, die beispielsweise Wall und Ströer anbieten, ja erstmal erkennen, wer geht im Laden. Und du kannst auch durch Technologien im Laden dann zum einen sehen, wie kann der innerhalb des Ladens navigieren, ist das ein Mann, Frau, welches Alter, mit Face Recognition im anderen. Das geht schon, es wird auch schon genutzt. Nur du kannst quasi nur, wenn du, du könntest da Social Media bespielen, logischerweise. Das heißt, du könntest deine Botschaft als Jack Wolfskin jetzt in der Sportcheck-App ausspielen. Du könntest aber auch, das ist ja in der, sagen wir mal, wetter.de-App, wenn du weißt, ich bin in München eingeloggt, ausspielen. Die Schnittstelle dann zu dem Kundenbindungsprogramm ist bei den meisten dann aber nicht gegeben. Also du kommst in den Laden, du weißt, wer kommt rein, wen hast du angesprochen. Du weißt vielleicht auch, welche, dass er dir folgt beispielsweise auf Facebook oder Instagram, aber das ist dann noch nicht verknüpft in der Modeabteilung mit dem Kundenbindungsprogramm. Aber da gibt es natürlich gute, also gibt schon gute Technologien, die das, also da ist die Modebranche und die Sportbranche noch meilenweit davon entfernt. Gut sind eben so eigene Ökosysteme wie bei Nike, wo du sozusagen aufgrund des Trackings all deiner digitalen Touchpoints und dem einloggen müssen. Oder es gibt ein Beispiel bei Bonprix, da kommst du in den Hamburger Store, das ist ein Teststore, Smart Retail, und dann kriegst du über Bluetooth eine Push-Nachricht. Wenn du Ja sagst, erkennt der dich dann. Und ja, weißt, cool, ja. Aber, wir versuchen halt, also so was unsere Projekte sind oder in die Richtung, wo wir auch gerne mehr Projekte machen wollen, ist, wir wollen, dass es wirklich smart Retail ist, das heißt, dass das zum Mehrwert des Kunden dient, weil es gibt ja 1 Million Screens und alles, was du da anbieten kannst, aber am Ende geht es ja darum, findet er das Produkt leichter, ist es, ja, kriegt er irgendwie den Community-Gedanken, weil er weiß, er kriegt Zusatzvideos von dem Sportler noch ausgespielt und so, also es soll ja immer Nutzwert haben, aber also im Fashion-Bereich ist die Datenanalyse leider eher rudimentär. Okay. Und uns geht in der Fashion eigentlich immer darum zu sagen, digitale Regalverlängerung, also du stehst im Laden und du findest eben eine tolle Jacke, aber nicht in deiner Größe, dann über ein iPad den Kunden die zu bestellen, nach Hause und all diese Sachen, die sozusagen eher so Beschaffungsmanagement sind, da passiert extrem viel in der Branche, also das, was ja im LEH schon lange der Fall ist. Also in alle Richtungen, also Click und Collect und, ja, da passiert sehr, sehr viel, aber dann ist es halt das Tracken des Kaufverhaltens und hat nicht notwendigerweise eine Schnittstelle zu Social Media, je nachdem, wie weit sie sind. Ja, okay. Ja, danke dir. Wir fahren meist übrigens noch weiter hinten, also kann bloß nicht unter das eigentlich in den Schatten stellen. Eben noch eine Folie zu sehen, welche Online-Formate im Moment besonders beliebt sind. Ach so, Live-Videos, das habe ich ganz kurz übersprungen, weil ich dachte, es führt jetzt hier zu weit. Aber da ging es nur darum, was passiert in Corona-Zeiten. Und weil wir in der Sportbranche waren, hätte ich das nochmal rausgezogen. Also klar, also da natürlich versuchen Händler verzweifelt, Produkte zu verkaufen. Aber die wussten auch alle, als die Stores zu haben, eigentlich, und wir sehen es in der Mode am stärksten, keiner wird bis Weihnachten richtig viel Klamotten kaufen. Mhm. Und hier ging es darum, diesen Dialog zu halten. Und man sieht halt einfach das Thema Homeworkout. Wir kennen es ja selber. Also ich mache jeden Tag 1 Stunde Online-Yoga bei irgendjemandem, weil wir natürlich uns so eingesperrt fühlen. Und man denkt, ich esse eh so viel, wenn ich zu Hause bin. So, dann muss ich auch was tun. Und da sind natürlich alle Anbieter, die entweder Live-Formate jetzt nutzen. Man sieht aber eben auch auf Pinterest zum Beispiel, die Suchen steigen an. Und das ist eben auch zum Thema agile Customer Journey oder agiles Community Management. Ich habe nur ein paar Beispiele hier unten aufgelistet, was die jetzt alle so kurzfristig innerhalb von 2-3 Wochen aus dem Boden geschaffen haben, um diesen Dialog zu halten. Und ich meine, gibt es ja auf Instagram und so Stories, 1 Million Beispiele, Live-Feeding und Online-Kurse zum Thema für Autoren, und da passiert so viel, weil sie natürlich versuchen, diesen Dialog nicht abbrechen zu lassen. Und da ist einfach das Thema live. Ich meine, Social Media wäre noch eine ganz andere Baustelle. Also alles, was Menschen, weil Menschen sich für Menschen interessieren, interessiert sie natürlich am meisten,
was passiert, sah man jetzt ja auch bei dem Online-Facebook- und Instagram-Konzert von Lady Gaga. Uns interessiert nicht nur, wie die singen, uns interessiert, wie wohnen die denn? Ach, und die sind doch in der gleichen Situation. Und deswegen ist natürlich dieses Thema live einfach nochmal ungeschminkt und direkt und ins eigene Wohnzimmer. Natürlich funktioniert das super. So, herzlichen Dank. Gerne. Was ich da noch ergänzen will, was ganz spannend war, die ISPO ist im Zuge der ganzen Sportartikelindustrie ja sehr, sehr viel mit China auch unterwegs, weil es ja da auch zwei ISPO-Formate gibt pro Jahr. Und da ist sehr spannend, da hat sich der Klaus im letzten Jahr angesehen, eben eins von diesen best abgebildetsten und neuesten Customer Journey Modellen, und der hat selber live ausprobiert und fand das ganz spannend. Die haben da so ein riesen Sportareal mit lauter Geschäften aufgebaut. Du gehst rein, der Klaus musste vorher quasi seine Zustimmungserklärung auch vorher, wie du schon gesagt hast, einklicken und bestätigen, und dann stand er in dem Eingang dieser riesen Arena vor einem Spiegel, und in diesem Spiegel hat man quasi seinen Körper einmal vermessen in 3D, also komplett innerhalb kürzester Zeit, und dann ist er hergegangen und sollte ankreuzen, was er denn glaubt, auf was er auf der Suche ist, was er schon ganz konkret brauchen wird, und hat dann mal, keine Ahnung, irgendwie eine Laufhose eingegeben. Und dann kam eben alle Anbieter, die eine Laufhose haben in seiner Größe, dann konnte er die Farbwahl abstimmen, dann den Schnitt abstimmen, und dann wurden die drei aufs engste reduzierte Auswahlfeld wurde ihm vorgestellt. Es wurde dann über seinen Körper digital gelegt. Das heißt, er musste es nicht anprobieren und konnte sofort sehen, welches Modell gefällt ihm. Will er es noch ein bisschen schmaler haben oder wie auch immer. Und dann kam die neu eingerichtete Hose sozusagen. Und dann kam die Frage, willst du es dir in dem Laden XY da in der 5. Etage abholen? Willst du es nach Hause geliefert haben oder ins Büro? Oder soll vor der Tür jemand mit einer Tüte auf dich warten? Und das... Also da sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt. Ja. Leider. Ich hoffe aber auch, dass in diesen Zeiten, die echt schwierig sind für diese Branche, dass da vielleicht auch so ein Stück weitere Öffnung und Notwendigkeit schneller noch bewusst wird. Und wir hatten ich habe einen Workshop für die Zeitschrift Glamour gemacht, da ging es um die Vision und die Vision, wie kann denn eigentlich eine Medienmarke im Zeitalter von kostenlosem Content überhaupt überleben? China, so ein Expertenteam, die uns vorgestellt haben, was da in China alles passiert. Da ist natürlich aufgrund der anderen Datenschutzsituation, und der Konsument ist einfach bereit, alle Informationen zu geben, weil er ja weiß, er kriegt dadurch noch personalisiertere Angebote, und weil er auch so dieses Thema, glaube ich, ich bin ein Individuum, ihm vielleicht auch nicht so wichtig ist wie bei uns. Gibt es wirklich unglaubliche unbemannte Retail-Formate in WeChat. Es gibt es gibt unfassbare Möglichkeiten, die bei uns noch sind und die vielleicht zum Teil kommen, aber am Ende wirklich muss es halt ein Erlebnis sein. Ich habe auch schon viel gesehen, und manches ist einfach langweilig und anderes begeistert dich, weil ich denke, toll, das ist, ja, es, irgendwo ist da was für mich dabei, wie ich ticke und meine Werte, wie ich angesprochen werde. Die Kunst wird halt immer sein, das so zuzuschneiden, dass der Kunde alles bekommen kann. Einmal natürlich die aufmerksam, achtsame Betreuung im Laden, die wir uns auch genauso und heute vielleicht mehr denn je wünschen als normal. Und ich glaube aber auch die schnelle Verfügbarkeit, die trotzdem individualisiert auf mich ist. Und die Kunst, die ist natürlich extrem schwer, aber dank deiner Wahnsinnsfolien glaube ich sogar auch mal einfach runterzubrechen. Also ich werde auf jeden Fall mal deine Journey durchgehen für meine Dienstleistungen, und ich habe schon überlegt, oh Gott, bin ja gespannt, wie viele Post-its da an meinem Fenster kleben werden dann. Und wirklich, ich glaube manchmal, du bist jetzt in dem Fall bei deiner Manufaktur ja alleine, glaube ich, aber wirklich zu zweit oder zu dritt ist manchmal ganz gut, und Werbung in eigener Sache, also für diejenigen, die Hilfe brauchen. Es gibt ja gerade ein Angebot von dem Bundesministerium für Wirtschaft, Unternehmen, die unter 240 Mitarbeitern haben und unter 50 Millionen Umsatz, können Beratungsleistungen wie mich bis 4.000 Euro komplett kostenlos nutzen. Ich muss quasi den Antrag nur stellen, und eure Unternehmen können dann quasi kostenlos mit mir mal so eine Journey machen oder natürlich auch zu anderen Themen. Aber wenn nicht, wie gesagt, viel Erfolg auf jeden Fall.
Ich finde, es macht unglaublich Spaß, weil es so ganz ja, interaktiv ist. Man kommt auch so neue Sachen, gerade wenn man es diskutiert und nicht alleine macht. Und am Ende muss man immer bei sich bleiben und sagen, wie will ich das denn als Kunde und was würde mir denn gut tun?